Eigentlich wollte das der Erwin übernehmen. Ne? Aber jetzt da war er gestanden. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gebeten worden, ein bisschen was zur aktuellen Entwicklung zu sagen, mit Überflügen und der neuen Rechtssituation, die wir nach einem Urteil in Berlin jetzt bekommen haben. Das wird hochspannend. Wenn man sich zurückerinnert, zu Beginn der Planung der Flugrouten am Flughafen München, war das Jahr 1988, da habe ich einen Zettel in die Hand gekriegt, da waren ein paar Striche auf weißem Papier, habe dann das Ganze mal übertragen in die Realität und mir geschaut, wo werden denn die Flugzeuge tatsächlich hinkommen. Ich bin damals fast vom Stuhl gefallen. Über diesen Raum hier, über den kerntechnischen Anlagen, über allen, die damals noch rumstanden, damals stand der alte Reaktor noch hier herum, war eine Warteschleife, ein Holding-Fix eingezeichnet. Und die ist auch so genehmigt worden, weil man dachte, es darf doch nicht wahr sein, dass man in Deutschland Warteschleifen für einen Großflughafen über das größte Atomkraftwerk, was wir in Deutschland haben, einrichtet. Aber es ist so gekommen. Wir haben also immer wieder dagegen protestiert, wir haben es immer wieder thematisiert. Es gab auch Klagen, aber wir sind leider Gottes nie durchgekommen. Diese Warteschleife, der Warteraum existiert bis zum heutigen Tag. Wir haben mal im Februar, wo relativ viel Schnee gefallen ist, nachgeschaut, da war drüben am Flughafen eine Startbahn geschlossen und dann sind sofort 3-4 Maschinen hier über den Bereich Ohun in der Eichbach, Landshut in die Warteschleife und sind 20-30 Minuten lang in der Position Holding hier gekreist, bis sie dann also drüben am Flughafen wieder runterkommen sind. Zum Glück hat der Flughafen genügend Kapazitätsreserven, dass das nicht allzu oft vorkommt. Aber auch bei den regulären Landeanflügen, vorher bei der Schweigeminute haben wir es gehört, wie wieder so ein Brummer hier reingekommen ist, wird dieser Raum hier regelmäßig überflogen. Und zwar bei Westwind, also an rund 60% der Tagen, kommen 80 bis 100 Maschinen hier über diesen Raum rein, in einer Flughöhe von rund 2000 Meter. Sie können sich das, wenn Sie wollen, heute im Internet unter Flightradar 24 anschauen, wie diese Maschinen hier eine nach der anderen aus dem Regensburger Raum, aus Ostbayern herein zum Flughafen geführt wird. Am 23. Januar hat das Oberverwaltungsgericht in Berlin, das entspricht vom Rang her dem Verwaltungsgerichtshof in München, ist also keine erstinstanzliche Entscheidung mehr, zum Flughafen Berlin-Brandenburg die Flugroute über den Wannsee überraschend für rechtswidrig erklärt. Und das ist für uns eine ganz hochspannende Angelegenheit. Nach der Eröffnung von Berlin, irgendwann wird die kommen, sollten bis zu 83 Flugzeuge täglich den Reaktor, der sich dort befindet, was für einer das kommt gleich noch, in nur 3 Kilometer Entfernung passieren. Eine Situation, wie wir sie hier auch haben, und die 83 Flugzeuge entsprechen auch der Menge, die hier über diesen Raum drüber fliegen. Die Maschine hätten dabei eine Höhe von etwa 2600 Metern erreicht. Bei uns hier sind es nur 2000 Meter beim Überflug. Geklagt hatten einige Städte und Privatpersonen. Und wenn man jetzt die Pressemitteilung des Gerichts selbst anschaut, dann heißt es in der Überschrift schon, Risiko eines Flugunfalls oder terroristischen Anschlags auf Luftverkehr nicht hinreichend bedacht. Und das stimmt dort und das stimmt bei uns, wo dieser Wahnsinn tagtäglich stattfindet, noch wesentlich mehr. Es heißt in der Pressemitteilung des Gerichts, das Oberverwaltungsgericht ist der Auffassung, dass die streitgegenständliche Festsetzung der Flugroute rechtswidrig sei und die Kläger in ihrer abwägungserheblichen Belangen Gesundheit, Planungshoheit verletzt. Der Festlegung des angegriffenen Flugverfahrens liege ein Ermittlungsdefizit zugrunde, so das Gericht. Das Risiko eines Flugunfalls und eines terroristischen Anschlags auf den Luftverkehr und der dadurch ausgelösten Freisetzung ionisierender Strahlung des Forschungsreaktors wurde nicht hinreichend in den Blick genommen. Also eine Ohrfeige, wie sie für die Planer nicht schlimmer hätte ausfallen können. Und die Flugroute ist für rechtswidrig erklärt worden. Ob das Urteil Bestand haben wird, müssen wir sehen. Ob die deutsche Flugsicherung dagegen noch in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht klagt, werden die nächsten Monate entscheiden. Und wenn man sich die Anzahl der Überflüge, die Überflughöhen sind durchaus vergleichbar mit dem, was wir hier haben. Nicht vergleichbar ist aber das radioaktive Inventar der beiden Anlagen, um die es hier geht. In Berlin ist das der Forschungsreaktor BR2 des Helmholtz-Zentrums Berlin mit einer Leistung von 10
Megawatt. Der Reaktorkern, ich habe heute nachgeschaut, besteht aus 24 Brennelementen mit je 322 Gramm Uran-235 und 6 Brennelementen zur Aufnahme der Steuerstäbe mit je 238 Gramm Uran-235. Dieser Reaktor, dieser kleine Forschungsreaktor, hat ausgereicht, dass das Gericht in Berlin die Überflüge für rechtswidrig erklärt hat. Bei uns laufen immer noch genehmigt die Überflüge über das größte Atomkraftwerk, das wir in Deutschland haben. Und das ist ein Missverhältnis, das wir uns so nicht bieten können und nicht mehr bieten werden lassen. Und es wird selbstverständlich auch Thema sein. Nächste Woche am 20. März um 10 Uhr beginnt der Verwaltungsgerichtshof in München über den Flughafen die dritte Start- und Landebahn zu verhandeln. Da werden wir diese Thematik selbstverständlich auch mit als Klägerbund Naturschutz in dem Fall einbringen. Aber für mich ergeben sich hier drei Forderungen. Zum einen der Überflug des Geländes hier, und zwar weiträumig, nicht nur des Reaktors selber, muss, solange diese Anlagen hier im Betrieb sind und das radioaktive Inventar nicht raus ist, der Überflug muss eingestellt werden. Und zweitens, der Ausstieg aus der Atomenergie muss wesentlich beschleunigt werden, und zwar ganz, ganz wesentlich beschleunigt werden. Und drittens und letztens, selbstverständlich, die Anzahl der Überflüge darf nicht durch eine dritte Start- und Landebahn in dem Raum hier erhöht werden. Vielen Dank.